So, also, hier haben wir einen typischen gelben Sack. In diesem Fall aus Würzburg. Das erste, was ins Auge sticht, eine Weißblechdose, holen wir raus, können wir verwerten. Das hier ist keine Verkaufsverpackung. Ist aber der gleiche Kunststoff, können wir auch verwerten, gehört aber eigentlich nicht in den gelben Sack. Das reißen wir mal auf, was wir eigentlich maschinell machen würden. Für Papier gibt es auch in Würzburg, glaube ich, separate Erfassungssysteme. Da gehört eigentlich diese Verpackung jetzt nicht zu uns, sortieren wir trotzdem aus. Hier haben wir eine sogenannte Verbundverpackung. Oben drauf eine Folie, unten drunter ein sogenanntes Tray. Diese Trays sind sehr schwer zu verwerten, bis gar nicht zu verwerten. Und die Folie, wenn abgetrennt ist, können wir diese wenigstens rausholen und wieder stofflich recyceln. Deswegen bitte immer abtrennen. Das gleiche gilt auch für den Aludeckel eines Joghurtbechers zum Beispiel. Den Joghurtbecher bitte nicht mit Trinkwasser auswaschen, das wäre ökologisch nicht sinnvoll. Stört uns auch nicht weiter, wir sortieren sehr schnell. Wenn ich hier reingucke, haben wir einen sehr hohen Papieranteil, wie schon angesprochen, was eigentlich nicht sein sollte. Wir haben Weißblech, Tetrapacks. Es würde sich anbieten, die vielleicht vorher leer zu drücken und dann zuzuschrauben. Dann nehmen sie nicht so viel Platz weg, wie zum Beispiel dieser hier. Der macht den Sack schon mal voll. Was haben wir noch? Das ist recycelfähiges Material aus Polyethylen. Diese kleinen Getränkeflaschen kann man sehr gut verwerten.